Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Top 5 günstigen Gaming-Mäuse für das bisherige Jahr 2020. Dabei werde ich immer Vorteile und Nachteile beleuchten, um euch den bestmöglichen Überblick zu bieten. Alle Links zu den Mäusen sind in der Videobeschreibung. Falls ihr auch besonders begeistert von einer Maus seid, die nicht in dieser Liste aufgeführt sein sollte, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ob man sich für eine Maus mit optischem oder Lasersensor, eine kabellose oder kabelgebundene oder generell höhere DPI-Maus entscheidet, hängt natürlich von der eigenen Präferenz ab. Ich stelle euch hier meine Favoriten vor und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Platz 5. Der wird von der Cooler Master MM710 belegt. Wenn du auf der Suche nach einer idealen Gaming-Maus für unter 50 Euro, zum Beispiel zum Zocken von First-Person-Shootern suchst, wirst du hier ganz sicher fündig. Die Maus von Cooler Master überzeugt durch das fantastisch geringe Gewicht, welches durch das sogenannte Honeycomb-Design, zu Deutsch Farbendesign, erreicht wird. Das kann den Unterschied machen, wenn man zum Beispiel einen schnellen Flickshot treffen möchte. Designtechnisch sieht die Maus einerseits gut aus, man muss aber keine Kompromisse in der Langlebigkeit eingehen. Die MM710 ist eine typische sechsknöpfige Maus mit zwei Klicktasten, dem Mausrad, einem Tracking-Switch und zwei Makrotasten. Auch die Software für die Konfiguration der Maus kann in vielen Punkten mit Softwares teurerer Mäuse mithalten. Das minimalistische Design ist für manche eine Augenweide, könnte beim Spielen von Keybind-intensiven Strategie- oder RP-Games allerdings hindern. Dazu kommt, dass die Maus durch das kompakte Design besonders auf durchschnittliche bis kleinere Hände ausgelegt ist und durch die Position der Knöpfe fast ausschließlich für Rechtshänder zu empfehlen ist. Auf Platz 4 befindet sich die Razer Viper Mini. Definitiv eine der besten Gaming-Mäuse für weniger als 50 Euro. Sie ist das Pendant zur teureren Razer Viper Ultimate, nur in kompakter und günstiger. Anders als bei Platz 5 wird die Leichtigkeit dieser Maus, die definitiv vorhanden ist, nicht durch ein Wabendesign erreicht. Durch die geringe Latenz nach einem Klick und die Füße, die schnell über das Mauspad gleiten, fühlt sich die Maus im Handling super an. Das Kabel der Maus ist durch das geringe Gewicht ebenfalls kaum zu bemerken und imitiert die Maus nicht in ihrer Bewegung. Die fünfknöpfige Maus reicht von 100 bis 8500 dpi und wiegt etwas mehr als 60 Gramm. Für den geringeren Preis werden zum Glück weder bei RGB noch bei der Performance große Kompromisse eingegangen. Generell ist das eine tolle Maus, fast so gut wie der dritte Platz meiner Liste. Die Rocket Cova Aimo auf Platz 3 überzeugt neben dem Preis auch durch das tolle Design, welches nicht nur auf Rechtshänder, sondern auch perfekt für Linkshänder und alle Spielgenres geeignet ist. Die Nachteile bestehen vor allem in der eher minderwertigen Software von Rocket, genannt Rocket Swarm, welche schon bei der Installation anstrengend ist und bei den Crashes nicht aufhört. Auch die Beleuchtung ist auf der Maus nicht allzu gut zu erkennen. Dafür ist die Performance und der Komfort im Spiel allerdings umso besser. Der Pro-Optik-Sensor R6 bietet bis zu 7000 dpi, welche nach Belieben eingestellt werden können. Mit einem Gewicht von 99 Gramm ist sie etwas schwerer als die vorherigen Plätze, was aber nicht unbedingt einen Nachteil darstellt. Schließlich gefällt es vielen Leuten besser, wenn die Maus nicht bei einem Windstoß wegweht. Das ist aber wie gesagt bei jedem unterschiedlich. Sie ist durch die super Funktionalität in allen Genres, den Komfort, der stundenlanges Zocken ermöglicht, das tolle Design und den günstigen Preis nur zu empfehlen. Platz 2 belegt die SteelSeries Rival 3. Daran ist besonders das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis und die 1A-Performance hervorzuheben. Die Software ist auch okay. Nicht so gut ist die fast symmetrische Form, die das Halten der Maus etwas unergonomisch macht. Das ist kein großes Problem, könnte aber zu einer kurzen Umgewöhnungsphase führen, falls die vorherige Maus eine Fingerablage hatte. Und obwohl es schon ein, zwei Kritikpunkte an dieser Maus gibt, ist der Wert, den man hier für weniger als 40 Euro geboten bekommt, einfach unschlagbar. Klar, der Sensor hat etwas Verbesserungspotenzial, aber besonders wenn das Portemonnaie keine großen Ausgaben für eine Maus erlaubt, macht man mit der Rival 3 alles richtig. Platz 1 meiner Liste belegt die Razer DeathAdder Elite mit genau 50 Euro, falls sie nicht gerade im Sale sein sollte. Sie kommt mit einem optischen Sensor und bis zu 16.000 dpi. Die sechsknöpfige Maus ist vor allem für Rechtshänder ausgelegt und ist mit 105 Gramm die schwerste Maus des Videos. Sie bietet einerseits einen extrem guten Sensor, der mit den besten Gaming-Mäusen konkurriert. Egal welche Handgröße oder welcher Grip bevorzugt wird, DeathAdder Elite ist die Wahl Nummer 1, wenn man auf den Preis achten möchte. Ich habe persönlich viele hundert Stunden damit gespielt, darunter Strategiespiele, FPS und alle erdenklichen Genres.
und daneben auch noch gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden mit der Maus. Für einen Großteil der Gamer ist die Maus die Wahl. Zwei Daumenknöpfe mit idealer Größe, der Sensor und die universell benutzbare Form sind für mich Grund, sie auf Nummer 1 zu platzieren. So Leute, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich für die netten Kommentare beim letzten Video und wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag. Euer SimpleTech.